Herzlich willkommen zurück zu Bureau XCOM Declassified. Wir sind in Rosemont und suchen nach Dr. Weir. In der Universität. Müssen wir erstmal hinkommen. So, wir schauen uns mal aus der Ferne um. Es wirkt wie eine Geisterstadt. Gespenstisch. Und das meine ich mit echt geiler Atmosphäre. Vorstadt-Idylle mal ganz anders. Okay, also voran. Was haben wir denn hier? Go Eagles. Ja, die Eagles sind wo? Abgestürzt. Ach ja, unsere Jungs. Schauen wir uns die mal an. Jenkins und Gallagher. Also, die werden uns begleiten. Jetzt aber langsam nach vorne. Speedlimit 30. Sieht so aus, als würde hier keiner mehr fahren. Okay. Oh. You hear that? It came from the diner. Eyes peeled, weapons ready. Okay, die meinen wohl das Diner. Da werden wir gleich mal reingucken. Vorher schauen wir uns hier noch um. Oh, scheiße. Junge, hier lief was falsch. Hier lief was ziemlich falsch. In der Hamilton Avenue. Ecke Main Street. Wir schauen ins Diner. Vielleicht wissen wir dann, was falsch lief. You there. You all right? Hey. Oh, Christ. Hold fire. Falk, can you hear this? There's somebody here. Looks like one of the infected, but he's not hostile. It's like he's just, I don't know, switched off. We'll need to examine him after the area is secure. Your priority is Dr. Weir. Keep moving. Okay, der Junge hat mit seiner Tinte rumgespritzt. Also das ist ein sogenannter Sleepwalker, ein Schlafwandler. Der ist unter der Kontrolle der Aliens. Das Gute ist, die Jungs sind nicht aggressiv, aber sie sind halt irgendwie nicht mehr auf der Welt. Den Jungen werden wir wahrscheinlich einsammeln, wenn wir unsere Hauptmission erfüllt haben, Dr. Weir zu retten. Denn wir, das Phänomen hier müssen wir natürlich genauso untersuchen. Okay, hübsches Diner. Oh, geil, Jukebox. Können wir leider nicht verwenden. Was haben wir hier? Oh, ich kann es ganz schlecht lesen. Wiggly Wop Dash Diner Bank Best Puppy Love. Nicht meine Generation. Kann ich nichts dazu sagen. So, Willi, was gibt's hier noch zu holen? Ein paar Süßigkeiten. Okay, ich würde sagen, wir hören uns dabei mal das Audiolog an, während wir hier noch ein bisschen Sachen erkunden. Well, good morning, Earl. Oh, not great, darling. I must be coming down with that bug. Oh, and on the big day? Bad luck. You just sit right down and I'll get you a hot cup of tea. You're a real lifesaver, Becky. Ooh, come on, Earl. Pull yourself together. Ain't no cold gonna keep you from that parade. Here you go, Earl. Grandma always says there's nothing so bad it can't be solved by. Never told me there was gonna be fireworks today. I didn't know there were gonna be any. Hey, Becky! Get away from the window! Vash! Nu vash! Ow! This can't be happening. Can't be happening. Okay, da haben die Outsider den Schalter umgeswitcht und dann wurden die Leute zu Sleepwalkern. Kumpel? Okay, ich glaube, da sagt uns nicht mehr viel. Und ich würde sagen, wir schalten voran. Das müssen wir inspizieren. Okay, das heißt gar nichts Gutes, wenn unsere Kader die Waffe auspackt. Ach du Scheiße. Lebst du da vorne noch? Ich glaube, wir werden es gleich herausfinden. Oh Mann. Der arme Timmy. Dabei wollte er nur zur Schule gehen und was Ordentliches lernen. Base, come in. The town's been hit hard. Any signs of the doctor?
Just casualties so far. Too many to count. And all civilians. Focus, Carter. Your priority is to recover Dr. Weir. You can get even later. I'll make time for both. Okay, das Homecoming Festival des 62er Jahrgangs. Ja. Die Jungs kehren nie wieder nach Hause zurück. My God. These people never had a chance. Das wohl war, die Jungs hatten wirklich keine Chance. Sieht zumindest so aus. Alter Finne. Mal schnell über die Leichen gestampft. Okay, das übe ich die Frage auch noch lebt. Ich glaube nicht. Wir werden uns rächen. Das hat zumindest William Carter vor. Mann, Mann, Mann. Schauen wir mal in die Ferne. Da hängt einer am Glockenseil. Carter, you got a 20 on that AA gun? Still working through the streets. It's a mess down here. Also unser guter Barnes will wissen, ob wir schon die Anti-Aircraft-Gun erreicht haben. Soweit sind wir noch nicht. Wir genießen hier noch ein bisschen die Aussicht. Ui. Das muss in der Schulter schmerzen. Blubbert so schön. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen ins Loch. Da habe ich gar keine große Lust drauf. Ich glaube, dass es hier weiter... Nee, ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Ich glaube, wir müssen einen anderen Weg suchen. Also raus hier aus dem Loch. Wenn wir dann wieder rauskommen. Hallöchen. Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht den Weg verbaut. Das wäre ein bisschen blöd. Ah, wir können hier wieder rauf. Okay. Muss einem ja gesagt werden. Hier sieht's auch nicht mehr so fit aus. Wow, wow. Also die Atmosphäre muss man einfach auf sich wirken lassen. Ich mache das absichtlich so langsam. Einfach nur, weil ich das Szenario so geil finde. Mann, Mann, Mann. Da knarzt der Boden, Alter. Und zwar nicht vor wilden Liebesspielen. Und da vorne sind doch schon wieder Gegner. Den Schweinen werden wir es mal ordentlich zeigen. Outside auf 12. Okay, das scheint der Anführer zu sein. Und er hat ein paar Tricks auf Lager. Und da vorne ist die Anti-Aircraft-Gun. Okay, erstmal unser guter alter Taktikmodus. Move! Du gehst hierher. Du wirst einen Critical Strike machen. Und zwar auf den Outsider da hinten. So. Du könntest eigentlich fast hier bleiben. Obwohl. Wir stellen dich mal hierher mit. Roger, moving out! Und marken dir ein Target. Nämlich den Shield Commander. Das wird nämlich der Anführer sein. Bevor wir uns dem Shield Commander widmen, werden wir erstmal die Lakaien ausschalten. So. Also Shield Commander, wie der Name schon sagt, der kann Schilder aufbauen und damit seine Männer schützen. Oh, Gallagher hat schon wieder ordentlich erwischt. Oh, Granate, weg hier! Ich werde trotzdem mal warten mit dem Heilen. Der Outsider muss weg. Hey, Medic! Ja, scheiße, jetzt liegt er. Jetzt müssen wir ihm trotzdem aufhelfen. So. Hier vorne, da ist kein Blumentopf zu gewinnen. Oh, Alter, Alter, Alter. Erstmal eine Runde heilen, würde ich sagen. Keep the pressure on him.
Also ich merke da schon gewaltiger Anstieg von Easy auf die zweite Schwierigkeitsstufe. Ich hätte gern mal einen Critical Strike auf den Shield Commander. Take an aim. Jawohl, das hat geklappt. Aber der hat noch ordentlich Munition. Hey! Oh, I'm a Wir müssen schauen, dass wir den Shield Commander jetzt endlich mal wegkriegen hier. So, Lichter. Jetzt haben wir nur noch die Sektoiden. Die sollten kein Problem sein. Genau, runter von unserem Planeten. So, mein Sektoidenfreund. Du bist erledigt. Ich glaube, jetzt können wir uns ein bisschen weiter nach vorne wagen. Oh, schnell. Wo ist denn der Sack? Ah, da hinten. Low Ammunition, das ist nicht so gut. Dort vorne wäre Medizin, wollte ich schon sagen, Munition, aber da traue ich mich noch nicht so hin. Wir haben doch noch Granaten, oder? Ah, er hat es mit einer Granate erwidert. Need a medic, Commander. Reloading. Mann, heul doch nicht so rum, Jenkins. So, jetzt habe ich die Freunde. Jungs, kommt mal ein bisschen mit vorne, nach vorne. Da hinten nützt ihr mir nichts. Ruhig mal hier nach da vorne. Und Mark Target auf den Kerl. Oh, da oben sehe ich schon wieder mehr. Da oben ist. Ah, ein Explosives, fast kein Gegner, okay. So, das war's für ihn. Ah, scheiße, ein Droppod. Das heißt, mehr Gegner. Da müssen wir trotzdem mal heilen. Den guten Jenkins. Und wir gehen in Deckung. Ah! Drohnen. Ah, die Waffe finde ich geil. Zumindest was Erdenwaffen angeht. Die Mini-Submachine Gun. Okay, ich hätte gern einen Critical Strike auf die Drohne. Ah, schon wieder Granate. Ich hasse es. So, Freunde, das war ein Fehler. Sehr schön. Ich glaube, wir wagen den Sprint nach vorne. Und nehmen uns die Munition. Alter, schon wieder Granate. Ich fasse es nicht. Wow, das war knapp. Jetzt habe ich die falsche Waffe eingepackt. Das war dumm. Müssen wir leider nochmal hoch. Tut mir leid. Weil die will ich nicht missen, unsere Z-62. Das war vielleicht ein Fehler. Wir brauchen mehr Munition. So, Jungs, kommt mal ein bisschen mit vor. Ich würde fast sagen, wir wagen es mal bis nach da vorne. Und dann hätte ich gerne einen Critical Strike auf den Outsider da oben. Jenkins, den lasse ich mal da hinten. Scheiße, die sind gut da hinten in Deckung. Granate! Leute, ne? Was ihr könnt, das kann ich auch. Verreckt. So, das war's für ihn. Mist, keine Muni mehr. Jetzt habe ich nur so ein Sniper-Ding hier, Alter. Wann habe ich denn das eingesammelt? Ah, ich hasse Sniper-Rifles. Ich komme mit sowas nicht klar. Okay. Sauber. Oh, wir sind aufgestiegen. Sehr schön. Kann ich das auch mal zeigen? Aber ich glaube, wir fighten jetzt erstmal zu Ende. Wenn wir denn schon fertig sind. Shotgun. Die Shotgun ist nicht so gut. Im Easy-Modus war sie ganz okay, aber... Oh, 300 Muni für unsere Submachine Gun. Okay, ich glaube, wir haben mal kurz Ruhe. Was ist denn da drin? Bullet? Nein, die Bullets hätte ich gerne und dann hätte ich wieder die Machine Gun. Sehr gut. Also, wir sind aufgestiegen mit dem William Carter für den Rang und da können wir ja
unsere Fähigkeiten verbessern. Also so ein Fähigkeitenbaum wie beim XCOM Tactic Remake. Später müssen wir uns entscheiden. Hier haben wir erst eine Fähigkeit, die wir auswählen können, nämlich die Lift-Fähigkeit. Die ist ganz cool. Raises a target out of cover. Also mit der Fähigkeit kann man einen Gegner oder einen Gegenstand auch in die Höhe bringen, also schwebt dann in der Luft und dann kann man den Gegner wunderbar abschießen dort oben, weil der nicht mehr agieren kann. You can now lift enemies into the air, pulling them out of cover and making them more susceptible to damage. Also wir können sie auch aus der Cover rausholen, die lift Gegner. An enemy from a distance, pulling it up and out of cover. While in the air, targets are disoriented and extremely vulnerable. Ist eine gute Funktion. Habe ich immer gern eingesetzt. Ansonsten können wir jetzt nichts weiter begeben. Also zurück aufs Schlachtfeld. Fuck, that's the last of them. Moving to the AA gun. Das sind übrigens so Bodenminen. In die sollte man nicht reinlaufen. Okay, da vorne ist die Anti-Aircraft Cannon, die wir ausschalten müssen. Ich hoffe, die Gegner lassen uns jetzt mal in Ruhe. Alter, dieser Glob. Können wir in den Laden rein? Geht sogar, dann schauen wir uns hier mal um. Oh geil, die Klassiker. Ne? Ich kenne keinen einzigen davon, wenn es die überhaupt gibt. Ich würde nicht mal wissen, ob die echt sind oder nicht. Wahrscheinlich sind sie nicht echt. Weil sie kein Copyright haben. 77 Cent die Schallplatte. Das waren noch Preise. Alter, geil. Da oben war ich noch gar nicht. Das habe ich bei meinem ersten Durchspielen gar nicht gesehen. Bullets. Die nehme ich natürlich gerne mit. Ein bisschen Munition. Kann nie schaden. Hier sind Explosivfässer. Dann gucken wir mal runter auf das Szenario. Da haben die Aliens natürlich schöne Deckung gehabt. Und konnten auf uns runterballern. Also liegt hier eine normale Pistole, die braucht man nicht. Gut, dann gehen wir wieder runter. Und schauen uns mal diese Alien-Verteidigungsanlage an. Also hat von den Konstruktionen ein bisschen was von den Schiffen des Taktik-Remakes. Da werden wir noch mehrere Parallelen finden. Also zum Beispiel die Türen hier, die sehen fast genauso aus wie beim Taktik-Remake. Und ich glaube, die müssen wir jetzt aufbrechen. Beziehungsweise knacken. Genau. Einer muss die Tür knacken. Und jetzt müssen wir entscheiden, wer von unseren beiden Männern das macht. Nämlich der eine Mann, der die Tür knackt jetzt, ist natürlich für den Kampf gerade nicht verfügbar. Ich würde sagen, das macht mal der Gallagher. Get this door open, Agent. We'll cover you. Yes, sir. Wir werden dem jetzt Rückendeckung geben, werden wahrscheinlich die Aliens wieder anstürmen. Genau, da kommt schon der erste Droppod. Du machst ihn noch ran? Ans Knacken, jawohl. Wir knacken jetzt ein paar Outsider. So, erstmal Taktik. Du stehst da nicht so gut. Lass mal ihn erstmal schießen, mal gucken. Move. Geh lieber mal hierher. Sieht mir ein bisschen gesünder aus. Da machen wir einen Critical Strike. Ja, kannst ruhig bei dem bleiben. Und wir kümmern uns um den anderen, wenn es geht. Ich werde danach mal die Liftfähigkeit zeigen. Oh, wo kommt denn die Granate schon wieder her? Zum Glück haben die nicht so eine große Reichweite. So, dann probieren wir noch das mal mit so einem Lift, der Treppenlifter. Zeige ich mal, wie das funktioniert. Vielleicht machen wir das mit dem Outsider. Ne, machen wir mit dem. Lifting. Also wird der Gegner angehoben, der kann sich nicht wehren und wir können mit aller Seelenruhe draufballern, sofern man nicht gerade nachladen muss. Okay, Combo Kill. Working on. Hold your position, Barnes. Ah, verdammt, Shield Commander. Ach, ihr lebt ja noch. Das war eine dumme Idee. Und das war noch dümmer. Jetzt habe ich mich verdrückt. Gut, ich heile mich mal schnell und gehe wieder in Deckung. Schwein gehabt, das hätte durchaus schlimmer ausgehen können. So, mein Freund Shield Commander.
Hier will ich die Lippen lesen. Wer will zu unserem guten Jenkins? So, das war's für ihn. Dann noch den Outsider. Sehr gut. Wo haben wir jetzt noch Jungs, die eine Abreibung brauchen? I'm injured! I need help! Bitte befasst sich lieber mal mit dem hier. I'm down! Scheiße, jetzt ist er auch noch down. Das heißt, wir müssen zu seiner Rettung. Schnell, bevor er drauf geht, weil wenn man den nicht rechtzeitig wieder retten, dann ist er tot. Und ich habe ja schon mal erwähnt, Permadeath. Also der bleibt auch tot, den kriegen wir nicht wieder zurück. Also ich muss mir merken, im Gegensatz zu Easy muss man da ein bisschen mit anderen Taktiken vorgehen. Wo kommt denn schon wieder die Granate her? Ich fass es nicht. Stichwort Granate. Blöde Position. Hier könnte es was helfen. Nee. So. Alle down. Und wir haben endlich die Tür geknackt. Also rein da. Also die Türen kommen euch doch bekannt vor, oder? So. Also ich finde auch die Konstruktion sehr geil. Sieht wirklich wie so ein Kriegsszenario aus. So, und die Kanone werden wir jetzt mal ausschalten, damit unser guter Barnes dann auch später landen kann. Weil es bringt ja nichts, wenn wir einen guten Professor befreien und dann nicht abhauen können. Barnes, the AA gun is down. Copy that. I'm also, Knarre ist down. Hold your position until Barnes can get a visual on Dr. Weir. No time. We're moving on. I said, wait for recon. We don't have time to waste. Damn it, Carter, hold your position and... Looks like we lost connection. What a shame. Also. Yeah, real shame. I'm gonna see if there's a way through the bank. I'll link up with you on the other side. Copy that. Be careful. Der gute Falk wollte, dass wir auf Unterstützung warten, aber da hat der gute Carter keinen Bock drauf. Also wir kämpfen uns weiter voran. Alleine. Hallo, Innenleben eines Alien-Verteidigungsapparates. Ist übrigens kein Schiff der Aliens, sondern wirklich nur so eine kleine Verteidigungsbasis. Werden wir noch öfter sehen in dem Spiel. Die werden die Aliens überall dort aufbauen, wo taktisch wertvolle Punkte sind. Gut, hier kommen wir anscheinend nicht durch. Da ging was schief. Der Sheriff hat auch nichts mehr zu melden, also durch die Bank. Hallo, ich und meine Freunde. The same thing that happened everywhere else. Shouldn't someone be guarding the money or something? What difference would it make? Also hier kümmert sich keiner mehr um das Geld und mehr Schlafwandler. Oh yeah. Oh Mama. Jetzt könnte man eigentlich die Kohle nehmen und rennen. Bringt uns bloß nichts. Freunde, alles fit bei euch? Geht nichts über einen kleinen Glitch am Morgen, was Junge? Okay, raus hier. Schauen wir zuerst mal nach oben, vielleicht finden wir hier was. Ein bisschen Munition oder so. Leider nicht. Aber eine schöne Aussicht. Türen sind wahrscheinlich auch verschlossen. Yes, Sir. Das heißt, wir sind völlig umsonst nach hier oben. Okay, dann schauen wir mal in den Keller. What's going on here ain't got nothing to do with all of that. Von daher like stimmt. Can't you see? Real ones. They're not gonna listen to you, Dad. I hear him just fine, boy. He's wrong, is all. We can't leave her. Whatever she's got, we could get it too.
We got to get the hell out of here. Not without Sarah. Überlebende? Wollen wir die wirklich sehen? Na gut, wir schauen mal rein. Hallo Leute. Thank God. You men from the army? Sind wir von der Army? Wir sind einfach nur hier, um zu helfen. Tell me what happened to that girl. Maybe we can do something. I don't know, but I seen it all around town. That was just before all this happened. Also das Mädel hat's wohl erwischt. Und da scheint auch die ganze Stadt damit erwischt zu haben. Also wir könnten jetzt sagen, die ist hinüber, bye bye. Da ist nichts mehr zu retten, aber wir sagen jetzt einfach mal, wir werden versuchen, sie zu retten. We might be able to get her to our doctors, but I can't promise anything. That'll do just fine. We just gotta get out of here. Yep, der Mann hat's erkannt, wir müssen raus hier. Okay, wie wurde sie krank? What happened to her? Whatever got the other folks in town, got her too. Also, keine Ahnung, wie, was, warum, aber nicht nur sie ist betroffen, sondern auch die anderen Leute der Stadt. Okay, was macht er hier eigentlich? Why didn't you leave with the others? We tried. When the shooting started, we tried. We were just lucky to find a place to hide. So you hid down here? With those things running around? Hell yeah, we hid. Safest place I could think of was a bank vault. Also, sie haben sich hier unten versteckt, als die Schießerei begonnen hat. Das fanden sie am sichersten. Okay, erzähl mir was über die Universität. I'm looking for a Dr. Weir at the university. Heard of him? Never heard of him. But I wouldn't hold out much hope. Campus got hit with some kind of bomb or something. Damn. Any survivors? I don't even know if it's still standing. Okay, also Dr. Weir kennt er nicht, aber da hinten bei der Universität hat wohl eine Bombe eingeschlagen und wir sollen uns glücklich schätzen, wenn da noch überhaupt was steht. Okay, Rosi, Nachrichten, da sagen wir erstmal gute Nacht. We have a mission. You have to help us get out of here. You got something, don't you? Way out. Also, ob wir ihnen helfen können, hier rauszukommen? Nein, wir brauchen unsere Ressourcen oder okay, wir können helfen. Ich bin immer eine freundliche Zeitgenosse. Ja klar, können wir helfen. Back out the way we came in. The street's clear. We could try to evacuate when we pull out. Yes, sir, but what about Sarah? If she can't walk, you'll have to leave her. I'll have my man pick you up at the bridge and drop you outside of town. You're on your own from there. I understand. Thank you. God bless you. Also. Y'all hear that? They gonna get us out of here. But Sarah... I know, Miss Kramer. But we can't take her with us. And this is our only chance to get out of this town. We'll come back for her. When it's all better. I don't know. Look, I know you ain't the type of man to take advice from somebody like me. But we got a chance to get out of here. I'm gonna take it, and so should you. Okay. It's our only chance. Sarah, Spätzchen? Rose, listen to reason. I'm not leaving. I'll try and send help. Okay, die Jungs wollen alle abhauen, aber die gute Dame will die Sarah nicht zurücklassen. Na gut, schauen wir mal. I've known her since she was just a little thing. Das hat uns nicht sehr geholfen, Rose. Was haben die anderen zu sagen? I don't know what makes you people think we're any safer out there than we are in here. Also er glaubt nicht, dass wir draußen sicher sind als hier drin. Ein Skeptiker, ich verstehe. Und du? Once we're out of the town, what then? Is there anywhere left to go? Das ist eine berechtigte Frage. Falls sie es aus dieser Stadt rausschaffen, wo sollen sie sonst hingehen? Also der Mann hat gar nicht so Unrecht. Egal, wir müssen weiter. Und wir nehmen die Munition mit Handkuss. Aber sowas von, die brauchen wir nämlich unbedingt. Ja, hier wurde schon geplündert. Wertpapiere und Co. Oh, sehr schön. Da kriegst du einen Mini-Orgasmus bei so viel Muni. Na denn, aber weitergehen tut's hier nicht. Ich sehe ein blinkendes Licht am Ende des Tunnels. Da geht's bestimmt weiter. Natürlich, Waffe im Anschlag. Kann ja nichts Gutes bedeuten. Hier wird gespeichert. Und hier würde ich sagen, machen wir eine kleine Zwischenpause. Wir sehen uns dann wieder beim Next Part von XCOM Bro. Declassified.
Also genau, andersrum. Bis dann.